Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal heute mit der Road to Legend Volume 7. Immer noch mit Doppelflug in der Backline, immer noch mit diesem Team. Ich habe wie im gestrigen Video 5 zu 0, 3 zu 2 geholt. Danach hatte ich offscreen noch ein 3-2, 5-0, 3-2. Dadurch kam ich auf 2885, hab aber dann eine 1 zu 4 Klatsche gekriegt und bin jetzt irgendwo bei 2840. Also, ich habe schon an der 2-9 Marke kratzen können. Und das ist gar nicht so schlecht jetzt mit diesem Team. Wir haben jetzt Mittwoch. Eigentlich wollte ich ein Fun-Cup-Video aufnehmen. Aber, weil es jetzt gerade läuft damit, versuche ich das jetzt hiermit nochmal. Wenn das Set negativ ist und ich morgen noch ein negatives Set raushaue, werde ich wahrscheinlich zum Fun-Cup wechseln. Ich habe mich hiermit soweit eigentlich ganz gut eingespielt, aber ich habe die Sorge, dass ich damit nicht weiterkomme. Stagnieren wäre jetzt echt mies, ne? Du hast nicht den Boost am Start. Okay. Das kann Vorteil sein oder auch Nachteil, denn jetzt habe ich halt das Problem, oh nein, wir erwischen uns im Gleichstand. Das ist nicht gut. Das ist gerade nicht optimal, denn du kannst das durchlassen, ganz entspannt. Ich bin jetzt abgeschwächt. Ich hätte vorher einsetzen müssen oder das anders machen müssen. Guck mal. Und wir, das war clever, ehrlich gesagt. Das war gar nicht so dumm. Den Move hier abzufangen war echt gut. Die Frage ist, wo ich reingehe. Ich habe mit meiner Backline generell keinen Bock auf dich. Schwierig. Ho-Oh darf ich nicht gehen. Lugia. Oh, Kreuzdonner tut mir weh. Ich ziehe ein Schild. Ich muss trotzdem hier rein, ne? Ich habe wirklich nicht viele Optionen, um das hier zu machen. Das ist gerade nicht gut. Kreuzdonner, Knirscher ballern extrem rein. Das wird nicht schmackhaft. Bam. Zack, da ist schon sehr viel Schaden am Start. Problematisch ist halt, dass ich mit Resistenzen angreife, was meine Ladertank betrifft. Dass der Drachenruten-Move schon effektiv ist, ist sehr gut, aber das hier halt nicht, ne? Guck mal, ich bekomme keinen Wechsel. Du hast drüben einen Stromstoß ready. Ich muss pokern und gucken, dass ich vielleicht noch was gerissen kriege. Du machst das jetzt so. Stört mich tatsächlich nicht, weil Gleichstände gewinne ich. Du machst das gut. Du schwächst dich jetzt einmal ab und hast dann aber auch zwei Attacken. Also muss ich halt gucken, wie ich das machen möchte. So, du kommst definitiv hier zu einer Attacke noch. Die kann ich schilden. Sekrum kann ich runterfarmen. Alles andere wird später abfangabhängig sein. Schönes Wort, ne? Abfangabhängig. Bitte, kann ich dein letztes Pokémon besiegen? Es sieht nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Nein, es sei denn, ich bekomme jetzt beim ersten Mal direkt die Abschwächung bei dir reingedrückt. Dann eventuell, das würde dann schmackhaft kommen, aber ansonsten wird das nichts. Oh, wait a second. Du wirst möglicherweise meinen nächsten Move abfangen, oder? Oder? Ich traue mich nicht einzusetzen. Ich traue es mich nicht. Wann gehst du denn mal raus? Du setzt noch nicht ein und gehst noch nicht raus. Okay. Bitte noch eine Abschwächung, weil dann überlebe ich noch einen Luftstoß. Nein, du fängst jetzt ab. Nein, du setzt ein. Falls ich das aus irgendeinem Grund überlebe, was ich einfach mal stark bezweifle, würde ich noch nicht meine Ladeattacke einsetzen. Muss ich aber. Ja, genau das habe ich befürchtet. Ach, der Feuerodem kommt schon vorher an. Schade. Noch eine Abschwächung wäre es gewesen, weil Sekrum hätte ich runtergefarmt und dann dir einfach einen Sturzflug gedrückt. 2842 bin ich aktuell. Dass wir da direkt in Volume 7 negativ reingehen mit dem ersten Kampf, ist natürlich nicht gerade optimal. Aber wir müssen einfach schauen. Du bist ein paar Punkte unter mir, jetzt nicht viel. Mammutel. Wir haben gleichzeitig die Attacken. Die Frage ist, wann du einsetzt. So an sich ist das nicht das geilste Matchup für mich.
Ich weiß, dass ich einen Move überlebe. Ich will aber unberechenbar sein, was das Einsetzen meiner Attacken betrifft. Von daher können wir jetzt nur spekulieren, wann du deinen Move nimmst. Ich würde ganz gerne versuchen, der kommt direkt. Okay, da ich den nächsten auch gewinne, den Gleichstand ganz entspannt, könnte ich hier eigentlich drin bleiben oder ich versuche direkt auf Ho-Oh abzufangen. Weil wir haben den Move zeitgleich. Oh mein Gott, ist das nice. So herrlich, mein Freund. Sehr gut. Die Frage ist, wer von uns setzt zuerst ein? Du oder ich? Du hast den Boost drauf, ne? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube, dass du den Boost hast. Du hast doch mehr Wettkampfpunkte, oder? Habe ich jetzt mich verguckt. Da kommt Erläuterfeuer deinerseits. Und mein Angriff sinkt, selbstverständlich. Was denn sonst? Nicht gut. Gar nicht gut. Zack. Und bei dir sinkt er natürlich nicht. Doch, ist das mies. Warte mal eine Sekunde. Jetzt, wo ich einen abgeschwächten Angriff habe, ne? Wie viel Schaden macht das dann? Alles klar, ich ziehe ein Schild. Interessant, da ich einen Sturzflug habe. Du gehst einfach auf Läuterfeuer, dann solltest du aber auch nahezu energielos sein, ne? Okay, das heißt, wir können jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, zack, Stromstoß einsetzen. Du hast nämlich keinen Schild mehr. Kommt jetzt straight up Mammut herein, dann würde ich eventuell blind den Move drücken. Ich hoffe, dass ich den Nahkampf da reinkriege. Perfekt. So, Nahkampf hier rein, du bist ebenfalls weg vom Fenster. Wenn dann Dialga kommt, ich bin zwar maximal abgeschwächt, Stalobor. Okay, auch das ist gut. Auch das wird gut sein für mich. Und du gibst auf, perfekt, weil Nahkampf zimmert halt, ne? Okay, wichtig. Hätte noch mies ausgehen können. Mit Lugia will man nicht unbedingt gegen Stalobor kämpfen, wobei man nicht vergessen darf, wenn ich noch ein Schild habe und der Gegner keinen, komme ich definitiv zum Luftstoß. Luftstoß mit den dazugehörigen Sofortattacken, ich glaube, dass das einen Stalobor besiegen sollte. Stalobor ist ein gutes Stichwort. Das in der Führung, das gewinnt Gleichstände. Oh mein Gott, du hast viele Punkte unter mir. Das ist nicht gut. Stalobor gewinnt die Gleichstände gegen mich und hat die Attacken ein vorher. Deshalb setze ich bei Stalobor und bei Mewtwo bei 9 den Move ein und wechsle danach raus. Das ist da mein Plan. Guck mal jetzt. 6, 7, 8, 9, 10, wenn das Spiel nicht hängt. Okay, wir haben 10 Attacken gemacht. Wir haben einen 2er-Move gegen 3er-Move. Das heißt, wir setzen bei 1, 4, 7 und 10 ein und haben dann dementsprechend jetzt hier einsetzen können und abfangen können. Das heißt, ich hoffe, dass das nur ein Knuddler ist. Stromstoß tut weh und das nicht gerade wenig, aber nicht tragisch. Ich habe durchaus das Bedürfnis, hier straight up einzusetzen. Du kannst natürlich abfangen, gar kein Problem. An sich nicht unbedingt störend, da ich hier auch Schaden drauf bekomme. Wer von euch weiß, ob das ein Shando ist? Ihr Weltteil hätte ich auch übel gerne gehabt, ne? Das sieht echt cool aus. Zack, ich setze direkt ein. Ich weiß, dass du mich nicht zur Attacke kommen lässt. Das kann ich mir halt denken, ne? So, das wiederum bedeutet, ich werde gleich mit Seishin runterfarmen, da ich halt dort extrem viele KP habe. Einen Orkan überlebe ich ebenfalls. Ansonsten Fokusstoß nervt jetzt nicht unbedingt, ne? Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay, die Frage ist, ob du gleich mit Seishin wieder reinkommst. Der Orkan, nicht schlimm. Ich müsste den Gleichstand gewinnen. Ich würde, glaube ich, auf einen blinden Nahkampf gehen. Falls dann Dialga kommt, welches einen Stromstoß abfangen will, gehe ich einfach auf den blinden Nahkampf und ich hoffe, dass das kein Fehler ist. Da kommt deine Fee im Gleichstand rein. Stört mich aber tatsächlich gar nicht. Entweder schildest du das oder du wärst halt auch weg vom Fenster, ne? Zack. Das wiederum bedeutet, wir können das so spielen. Du schwächst dich ab. Ich würde jetzt straight up rausgehen und ich hoffe, dass da kein Kyogre auf mich wartet. Das wäre richtig mies. Also, ich bekomme ein kleines bisschen was an Schaden raus. Dein Stromstoß kommt. Der wird mir auch wehtun.
Ganz klare Kiste. Ich farm dich aber runter. Oh no. Okay, das heißt, ich mache das so, weil viele Farmen kann ich mir eigentlich nicht erlauben, ne? Ich hätte schon früher einsetzen müssen, damit der Gegner mich besser runterfarmen kann. Das wäre clever gewesen. Okay, ich schaffe leider keine zweite Attacke. Ein Doppel-Nahkampf ist es, ne? Doppel-Nahkampf ist es, werde ich aber nicht erreichen. Session Doppelfeuer. Interessant eigentlich. Kreuzflamme kommt. So, 1, 2, 12, 50, 40, 90. Und da bin ich weg vom Fenster. Schade, Marmelade. Doppelfeuer. Wer spielt denn Doppelfeuer? Boah, ey. Krass. Sehr, sehr nice eigentlich. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich hierbei bleiben möchte. Ich habe nur noch eine Woche Zeit. Und ich habe die Befürchtung, dass ich mich in der Meisterliga verrenne. Ich habe so circa 15 Pokémon für den Fang Cup. Davon wäre eins, was ich mir doppelt hochpushen würde. Und zwar das Gravit, wenn ich da Bock drauf hätte. Würde ich dann zweites hochziehen. Kostet halt maximal Staub, ne? Aber ganz, ganz ehrlich, es wäre es mir wert, wenn ich... Oh, ich habe gerade gegen jemanden verloren, der viel weniger Punkte hat, ne? Oh Leute, das ist so zum Kotzen. Das ist sowas von zum Kotzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist sowas von zum Kotzen, gegen Leute zu verlieren, die weniger Punkte haben. Boah, das würde mich in der eigenen Punktebilanzierung extrem weit runterdrücken, ne? Da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf. Ehrlich nicht. Das tut halt unnormal weh. Das wird mich viele von meinen wundervollen Punkten kosten. So, die Helga kommt. Mit meinen KP, die ich aktuell noch habe, sollte ich zu einem Luftstoß kommen. Auch wenn das jetzt hier ein Eisenschädel ist, hoffe ich, dass ich den überlebe. Sollte ich eigentlich. Oder? Bitte. Nein. Okay. Ist vielleicht nicht allzu tragisch. Wir bauen also auf ein bisschen Energie auf, ne? So, dann setzen wir mal ganz entspannt ein. Du müsstest auch mittlerweile bei einer KP-Basis angekommen sein, wo das hier ausreicht. Ja, ich bin jetzt abgeschwächt. Und ja, du tust mir weh, wenn du mit Ho-Oh zurückkommst. Gar keine Frage. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Jetzt setze ich Sturzflug ein. Und dann gehe ich straight up raus. Vielleicht fange ich an Läuterfeuer oder so ab, weil du dich nicht abschwächen willst. Ich muss es halt versuchen, ne? Ich habe noch Schilde zur Verfügung. Von daher sieht's jetzt nicht aktuell unbedingt allzu schlecht aus für mich. Einen Krypto-Sturzflug darf ich da eigentlich auch nicht durchlassen, ne? Oh, der ist wichtig geschildert worden. Sehr wichtig sogar. Läuterfeuer müsste dich... Oh no. Mittlerweile besiegen, wollte ich gerade sagen. Schöner Wechsel. Schöner Wechsel, aber ich erreiche noch einen Sturzflug und der besiegt dich halt. Das sollte dann wohl klar gehen, dir einen Sturzflug zu drücken. Hoffentlich besiegt er dich. Ich bin mir nicht sicher, aber ansonsten farme ich dich halt mit nicht effektiven Ruckzuck-Heap-Attacken runter. Und das geht dann auch, okay. Ich kann also, je nach Lust und Laune, hier schilden und runterfarmen. Du wirst keinen doppelten Sturzflug hoffentlich schaffen. Nicht Sturzflug, Spukball. Sollte hoffentlich nicht klappen. Bitte nicht, lass mich jetzt mich nicht verschätzt haben. Wichtig und richtig. Das heißt, du kannst jetzt gerne hier mit reinkommen. Ich drücke dir straight up diesen Move. Du wirst den als Krypto nicht überleben. Zur Not wechsle ich jetzt in Station. Einfach nur, falls du danach einen Move hast, dass du mir den nicht drücken kannst. Okay. Huh, wichtig und richtig. Läuterfeuer perfekt abgefangen. Sehr schöne Sache. Ich wollte mich halt nicht direkt abschwächen. Da hatte ich wenig Interesse dran. Aber dass du Läuterfeuer dann noch perfekt auf deinen Drachen abgefangen hast, schöner Spielzug. Sehr, sehr schöner Spielzug. Aber da ich noch ein Schild auf meiner Seite hatte, war das schon recht angenehm. Alles klar, der letzte Kampf. Der letzte Kampf für dieses Set und die Möglichkeit, hier positiv rauszugehen, die besteht noch. Gegen eine Legende spiele ich jetzt. Mein Freund. Ho-Oh. Die Dinger sieht man verdammt häufig in der Führung und ich hatte selten Situationen, wo ein Ho-Oh einen Stromstoß durchgelassen hat. Also,
Ihr müsst immer auf einen Stromstoß aufbauen, den dann einsetzen, 1, 2 und dann rausgehen. Den immer einsetzen und raus. Das ist das, was man machen möchte. Also so spiele ich es. Wenn ihr den nicht habt, einfach auf den aufködern und dann trotzdem rausgehen. Okay, mein Freund, das könnte Läuterfeuer sein. Durchaus möglich. Du bist jetzt in einer netten KP-Basis, wo ich, egal womit es später, worauf es drauf ankommt, ich kann dich runterfarmen. Und das ist mir halt sehr wichtig. Du hast hier keinen Boost drauf. Ich habe mir deine Ho-OWP gar nicht angeschaut. Diesmal schaffe ich aber auch noch einen Luftstoß. Der wird dich eventuell mit dem nächsten Move ins Gelbe reinbringen. Und das wird schon schmackhaft sein. Bist du jetzt schon perfekt. Schade, kein Boost, weil der Boost würde hier auch nochmal richtig reinschmecken, ne? Das wäre schon geil. Zack, komm schon. Lässt du mich nochmal zu einem Himmelsfeger kommen? Tatsächlich tust du das nicht, da du wenig Interesse daran hast. Ich weiß aber auch nicht, ob es erstrebenswert ist für mich, hier mit Ho-Oh komplett runterzufarmen. Warum eigentlich nicht? Energie auf diesem wundervollen Pokémon könnte schmackhaft werden. Bitte köder nicht. Straight up ein Draco von dir wäre schon schmackhaft, ne? Jawohl, jetzt machen deine Feuer-Odem, die jetzt reinkommen, weniger Schaden und ich habe weniger Sorge beim Runterfarmen. Perfekt. Wie sehen deine Ho-OWP aus? Soll ich blind auf Läuterfeuer, weil das besiegt dich auch. Und ich will mich ja ungern schon abschwächen, ne? Ich gehe blind auf... Ja, Erdbeben wäre jetzt halt fett gegen dich. Leider habe ich das nicht mit. Boah, das wird schwer für mich. Das wird nicht leicht, ne? Sind wir mal ehrlich. Okay, 1, 2, 3. Sturzflug schilden, ne? Einfach Sturzflug schilden, runterfarmen und dann keine Ahnung, was ich machen soll. Kreuzdonner tut mir halt extrem weh hier, ne? 1, 2, 1. So, da du nicht viel Energie hast, kommt jetzt hier der erste Move von mir. Der erste Nahkampf. Knuddler würde dir extrem drücken. Ich weiß auch nicht, ob du auf 2 Attacken aufbauen kannst. Das heißt 1, 2, viel zu viel farmen möchte ich jetzt auch nicht. Okay, die Uhr runterticken lassen kriege ich wahrscheinlich auch nicht hin, weil sonst würde ich jetzt gerne wieder rausgehen. Nächster Schild kommt. 1, 2, 1, 2. Oh, verdammt. Schade, Marmelade. Wie gerne hätte ich jetzt gewollt, dass du zu spät einsetzt. Hast du schon Doppelkreuzdonner? Wie viel brauche ich? Habe ich danach einen Sturzflug? Kriege ich den noch raus? Nein, kriege ich nicht. Ich gehe negativ. Ah, verdammt. Ich mache morgen noch ein Set mit diesem Team und dann werde ich mich wahrscheinlich auf diesen Fun Cup fokussieren. Ach, ist das mies. Ich war kurz vor 2,9 heute gewesen, ne? 2885 und dann geht es jetzt, weil ich auch insgesamt gegen, warte mal, wir haben 42, es geht 26, ja 16 Punkte runter, ne? Da wird es auch nochmal gegen niedriger gespielt haben. Okay, es ist trotzdem, denke ich, noch mehr als das, womit ich gestartet habe. Also es ist okay. Langsam nach oben, aber besser als gar nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder morgen. Road to Legend 8, glaube ich, ne? Ich glaube, ja, müsste 8 sein. Wenn ich heute in diesem Video gerade am Anfang 7 gesagt habe, ne, kommt morgen 8 logischerweise. Hau rein und ciao.